So Leute, ich habe hier eine ganz komische Sache, die müsst ihr mal ein bisschen selbst unter die Lupe nehmen. Ich habe vorige Tage auf meinem Rechner einen anderen Browser ausprobiert, von dem so hohe Töne gesungen werden. Bin ein bisschen rumgefummelt und geriet dann im Internet so rein per Chance, also ohne dass ich das wollte, zufällig in eine Seite rein, wo, also bei, weiß ich nicht, war das D-Live oder Odyssey, wo ein Dokument abgelichtet worden war. Das Dokument habe ich hier, ja, ich habe also da irgendwie das, also Fullscreen war das, glaube ich, und der hatte das abgelichtet und hielt das in die Kamera rein und ich meinerseits habe dann blitzschnell, allerdings hier mit den Möglichkeiten meines Macintosh, habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Und aus dieser Bildschirmaufnahme habe ich dann hier dieses Dokument herausgelöst und selbst separat abgespeichert. So, nun war das aber ein Browser, den ich sonst hier auf dem Macintosh nicht laufen hatte. Und als ich dann die Seite später wieder aufrufen wollte aus dem Verlauf, da funktionierte das nicht. Bei mir wird der Verlauf in Chrome gespeichert oder er wird direkt gespeichert in YouTube, hat auch einen eigenen Verlauf. Ich habe die Seite nicht wiedergefunden. Also ich weiß auch gar nicht, ob da ein Live-Chat war, der später nochmal dann wieder abzurufen war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das leider. Und ich frage mich jetzt hier, ihr könnt euch das mal ansehen, ich frage mich jetzt hier, ja, wie kommt das da zustande? Das soll eine neue Partei sein, die Partei für Ordnung, Sicherheit und Tatkraft. Und die nennt sich dann die Post. Also, die Post geht ab. Ne? Da haben wir hier Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet. Ihr braucht jetzt also nicht großartig da euch was merken. Ich habe das Dokument, so wie ich das da schnell abgeknipst habe vom Bildschirm, habe ich hochgeladen. Ne? Zugeschnitten und hochgeladen. Dann haben wir hier Parteimitgliedschaft. Dann haben wir hier das Programm, ja, von der Post und dann haben wir hier weitere Bestimmungen. Das Ganze ist praktisch hier, man sieht, das war wohl gefaltet gewesen hier. Da muss man ihn einmal hier erst quer und dann längs gefaltet haben. Das Ganze muss also praktisch auf einer einzigen DIN A4 Seite passen. Und da oben steht auch Entwurf, ja, hier haben wir das. Entwurf. Ne? Wo steht denn ein Partei zur Gründung an? Ne? Diese ganze Schiffmanie und so weiter, das haben wir ja zurzeit nicht. Ne? Einzige, wo es heißt, die soll eine Partei gründen, ist die Frau Wagenknecht. Und ob dieses hier mit Frau Wagenknecht zusammenhängt, keine Ahnung. Ich würde es an für sich hoffen, weil hier die Mistböcke haben auf einer einzigen Seite alles drauf. Das Parteiprogramm hier, ja, das hat hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Zeilen. Und das ist ein Programm, wie ich es auch begrüßen würde, wie ich es auch unterschreiben würde. Nicht da so einen langen Wust, ja, den man da ständig umschreibt, sondern es ist im Grunde genommen sehr basisdemokratisch gehalten. Es sollen also dann Entscheidungen fallen auf möglichst kleiner Ebene. Ich weiß ja nicht, ob die da Ortsverbände haben und ob die dann in dem Ortsverband, ob die noch Kiezverbände haben und Straßenverbände, ne? Oder Vereine. Keine Ahnung, wäre ja schön. Ne? Aber das sieht so aus, weil die dulden auch die Mitglieder anderer Parteien, wenn die bloß keinen ideologischen Quatsch reintragen. Ne? Also das wäre, das wäre ja wohl in meinen Augen, wäre das relativ genial. Ne? Wenn das die Doktrin, nennen wir es mal, der Wagenknecht-Partei werden sollte, haben die sofort meine Stimme. Ne? Die Wagenknecht wäre in der Lage, der AfD noch jede Menge Stimmpotenzial abzugreifen. Aber ob und wie die das so schnell auf die Beine kriegen, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Ortsvereine, Landesverbände,
Bundesverband. Nach dem alten Parteienmuster, ich meine, die muss ja gegründet werden nach dem alten Strickmuster, ne? Sonst kriegst du ja keine Zulassung, kannst du gar nicht auf die Wahlzettel kommen. Aber wenn ich das hier sehe, ja, hier, das Kürzel der Partei lautet dann hier oben, ja, die Post geht ab, ne? Die, so ähnlich haben ja mal versucht zu firmieren, die Basis, ne? Dieses angeschossene, krankgeschossene Kind, ne? Wo ja der Füllmich eine Rolle spielt, der ja zurzeit auf der Flucht ist, irgendwo in Südamerika. Und wo dann die kleine, lustige, schweinsäugige Frau, weiß ich, Fischer, glaube ich, ne, auch eine Rolle spielt. Naja, ist ja egal, Leute, ne? Ist ja egal. Aber das hier, ne, überleg mal, eine Partei, wo alles auf eine DIN A4 sein. Die können ja Werbung machen, die können unter die Leute gehen und können sagen, hier hast du unser Parteiprogramm, ein Blatt Papier. Ne, und auf der Rückseite können sie irgendwie noch ein paar Blümchen drucken. Ich finde das irre. Ich finde das einfach irre. So, dann mache ich jetzt hier Schluss. Ich muss ja erstmal sehen, wie ich hier mit meinen Tasten zusammenkomme. Ja, dieser komische Browser. Ich habe ihn schon gelöscht. Ne? War ein experimenteller Browser. Weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Den probiere ich mal aus. Aber der hat keinen Verlauf. Ne? Ich habe da nichts wiedergefunden. Ja, Leute. Also, macht's gut. Ne? Lest euch den ganzen Kram durch. Ich gebe euch da unten in der Infobox, gebe ich euch mal einen Link zu diesem Dokument. Habt das auf dem Bildschirm. Könnt ihr selber runterladen oder runterkopieren. Ich weiß nicht, wie das bei euren Rechnern geht. Smartphone ist natürlich total draußen. Die Leute nur über das Smartphone hier gucken. Bedauernswert, ne? Bedauernswert. Also es muss schon ein vernünftiges, großes Tablett sein. Besser ist noch ein Notebook. Ja, und noch besser natürlich eine große Kiste. Aber da muss man ein Zuhause und eine Steckdose für haben. Ne? Ja, Leute, macht's dann gut. Und ehe ich das vergesse, denkt an die Kinder. Wenn da wieder irgendein Theater losgeht, ne, achtet vor allen Dingen auf die Kinder, da wollen die ran. Ne? Die sollen Persönlichkeit und Selbstbewusstsein verlieren und dann Kanonenfutter werden, ne, für die nächste Generation von Zeitalter. Ja, ja, okay, tschüss. Ne?